Hallo und herzlich willkommen zu Factorio Warptorio 2 mit mir, eurem Lyria und Opa Zockt. Moin Moin. Ja, warum haben wir keine Mauern mehr hier? Und das ist die 104. Folge, liebe Zuschauer. Also, ja, so, es geht gut voran. Was? Ich brauche mehr Mauern. Hast du noch Mauern? Ich habe ein paar Mauern in der Tasche, ja. Alles her. Okay. Mehr habe ich nicht. Nur jetzt habe ich das Problem, jetzt kann ich selber nichts mehr ausbauen. Ich muss warten. Hey, oben ist noch eine Kiste mit. Okay, so viele sind das nicht. Die Kiste habe ich gerade leer gemacht. Man sieht's. So, auf geht's. So, und ich brauche jetzt auch. Klippensprengstoff. Habe ich keins mehr dabei, aber wir haben Sprengstoff in oberen Kisten, da kannst du die Klippensprengstoff zusammencraften. Wo? Ich suche gerade Klippensprengstoff überhaupt erstmal. Klippensprengstoff ist da. Sprengstoff, leeres Fass. Sprengstoff. Da, alles her damit. Haben wir hier oben noch Kohle drin? So, dann das daher, Kohle her. Klippensprengstoff. Eisenplatten. Gib mir Eisenplatten. Klippensprengstoff. Was? Kein Sprengstoff mehr? Okay. So, ich habe mal eben die Mauerproduktion ein bisschen aufgepimpt. Für was? Nur wenn man einmal in 100 Folgen da ein paar Sachen mal ein bisschen in größerer Menge braucht. Ja, was man braucht, das braucht man. Und was man hat, das vermisst man nicht. Oder meinst, oder siehst du das anders? So, das weg. Platz, ich brauche Platz. Das weg. Na ja, gut. So ist es eigentlich ideal. Also schneller, also besser geht es einfach nicht. Er kommt einfach zu wenig Ziegelsteine an. Ach komm, das passt schon so. Mauern sind auch wieder einige da. Alter, wie schnell die Mauerproduktion jetzt aber läuft. Tja, wenn du Mauern willst, Opa, bedien dich. Die Produktion läuft besser als denn je. Ich habe jetzt. Warte mal, Runden. 1, 2, 3, 4. Ich habe jetzt 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 8000 Mauern dabei. Sehr gut. Und hier, schaut ihr, liebe Zuschauer, ja, die habe ich Dinger hier, sind hier weg, die sind hier gebaut worden, weil Opa hat gesagt, die sollen hier hin, weil ich dachte erst Platz lassen, falls er was anderes bauen will, aber hey, hier ist alles auf dem Band, was man braucht. So, Lasertürme habe ich auch schon ein paar einstecken. Ich würde sagen, läuft. Jetzt kümmern wir uns um die Verteidigung, wo wir letzte Folge hängen geblieben sind. Ich muss da noch ein Stück weiter darüber. Da ungefähr hin. Da passt's. Okay. Ja, dann kommen wir mit der Verteidigung hierher. Okay, ich komme zu dir. Also, ich finde überall Tore. Wo bist du hin? Links oben irgendwo? Okay, das haben wir letzter Klippensprengstoff. Huch, was ist das denn hier? Ich übertreibe es jetzt völlig. Machst du das wegen dem Eisenerz oder warum? Nein. Okay, also ich soll schon mal Verteidigung aufbauen. Okay. Jo. Brauche ich mal Strommasten ohne Ende. Nein, ich bin verrutscht.
Ich glaube, ich sollte mir mal die Mauern hier unten reinsetzen. Ich habe noch 6900 Mauern. Ja komm, bau den Strommast dahin. Noch 6500 Mauern. War ich verbunden, ne? Nee. Ich würde sagen, das ist unser neues Zuhause, ne? Nein. Warum baust du dann, als wär's unser Zuhause? Es wird nur eine kleine Schmelze. Eine kleine. Ich ahne, wie groß deine kleine Schmelze wird. Überall diese scheiß verkackten Bäume. Dann werde ich wohl gleich meinen Kupfererzzug umleiten müssen zu einem neuen Bahnhof. Du kannst dann schon mal 20 neue Züge bauen. Und kannst dann noch schon mal so 6 Kupfer- und 6 Eisenerzfelder anzuschließen. Ich würde sagen, so bekommen wir unser Erzproblem wohl endgültig in den Griff. Nein, ich baue das nur für Schaltkreise. Ich will hier überhaupt nur haben. Überall. Überall. Tja, ich würde mal sagen, liebe Zuschauer, das nennt man wohl Opas Größenwahn, aber er hat recht. Wir brauchen das Zeug. Werden wahrscheinlich keine Kopfbahnhöfe gebaut, sondern normale Wendekreisbahnhöfe. Gehe ich mal schon aus. Oder möchtest du lieber Kopfbahnhöfe, um Platz zu sparen? Nein, ich baue das alles schon. Gut, dann baue du die Bahnhöfe, ich kümmere mich um die Züge. Weil die Züge habe ich mit als mein Gebiet deklariert. Das siehst du ja an allen Zügen. Fast allen. So, das passt. Es wäre nicht schlecht, wenn die Verteilung immer noch stehen würde. Wie du siehst, verlege ich gerade Strom. Dann kann ich gleich im Kreis laufen und sofort alles anschließen. Was ist das schon wieder? Ich sag ja. Verteidigung. Ja, ja. Ja, die Mauer wird gerade zerstört, aber ist egal. Wir brauchen Strom, sonst kann ich keine Lasertürme setzen. Da ist schon Strom, wo die gerade die Mauer zerstören. Ja, das ist richtig. Ich gehe mal eben dahin. Ist das deren fucking Ernst? Um zu Bersis hinzurennen, reißen sie hier alle durch. Keine Mauern mehr. Mist. Naja, gut. Hä? Irgendwie falsch platziert. Ihr seid so ein... Die haben mir in die Hälfte meiner Bauroboter zerlegt, dieses verdammte Ungeziefer. Ich brauche erstmal neue Lasertürme, sonst kann ich nichts mehr aufbauen hier.
Ja, du sollst dich mal langsam nur beeilen, weil die zerstören gerade alles. Ja, ich bin dabei. Ich bin auf dem Weg. Ich brauche erstmal das ganze Material. Es sind nämlich keine Türme mehr da in meiner Tasche, nix. Das passt. Das passt. So, bin unterwegs. Ja, vielleicht erstmal links an der Seite. Ja. Ja, da greifen die Viecher nicht nur links an, die greifen auch rechts an. Die greifen gerade in jeder Ecke an. Ja, musst du Türme bauen. Hab ich ja. Ich hab in der Tasche, bin unterwegs. Automatischer Abfall, Holz. Braucht kein Mensch. Automatischer Abfall, Kohle. Braucht kein Mensch. Automatischer Abfall, Stein. Braucht kein Mensch. So, weg damit, weg damit, weg damit. Logistik. Hier ist Logistik. So, liebe Logistikroboter, das macht mich mal ein bisschen leer hier. Ich habe keinen Platz mehr. So, die Verteidigung nördlich und östlich steht. Westlich ist auch gleich fertig. Ach, los, Leute. Los, Logistikroboters, macht meine Medaille mal leer. Hab keine Zeit. Ganz scheiß Holz und ganze Steine hier weg, bitte. Das mal langsam. Hab da. Gut, danke. Ach. Nein. Was? Leer hier. über 300 Türme platziert. Die reichen nicht. Ich bringe noch ein paar mit. Dann setzt du erstmal Blaupausen. Was für Blaupausen? Von Türmen. Ja, kann ich machen. Wunderbar. Warte, hier noch ganz kurz eine Blaupause. Weil die Ecken sichere ich immer doppelt und dreifach ab. So, das dürfte verteidigungstechnisch erstmal was darstellen. Hier oben ist noch eine Lücke. Gut, so. Weiter, gehen wir links unten die Mauer entlang. Da sind noch ein paar Blaupausen.
Ja, mach ich gleich. Eisenplatte. Eine Eisenplatte in 3,2 Sekunden. So, jetzt mal ein paar Türme holen. So, jetzt mal hier fertig. 40 Gegenstände pro Sekunde. Ich brauche einen Taschenrechner. So, 45 Gegenstände geteilt durch 3,2. Das war falsch rum. 45 mal 3,2. 144. Ich brauche leicht Öl. Das kann doch gar nicht sein. Ach, Helmut ist hier drin. Okay. Produktionslinie. Ich hätte gerne. Containertechnologie, Rezept hinzufügen. Und zwar hätte ich ganz gerne Eisenplatten. Rezept hinzufügen. Ich hätte ganz gerne Kupferplatten. Und ich hätte ganz gerne schon fast gedacht, dass die Maschine hier leider im Weg sein wird. Das ist falsch gewesen. So. Zack. Wartet mal, das wurde gar nicht mehr gebraucht, oder? Zeitintervall. 45 Gegenstände pro Sekunde macht das Fließband, ne? Das Express 45, ja. Wisst ihr was, liebe Zuschauer? Ich glaube, das hat sich hiermit erledigt. Ich denke, das hat sich hiermit erledigt. Die Viecher, die werden jetzt hier aufschlagen. Die werden nicht mehr zu Base kommen. 72 durch 5. 72 durch 2 sind 36, ne? Ja. Keine Ahnung gerade. 36. Denke mal, das wird jetzt Lockerei hier sein. Die Viecher werden hier ihre Garstigkeit verlieren. Das kann man wieder abreißen. Ich stelle mich jetzt eher darauf ein, dass sich jetzt die Verteidigung direkt an eine neue Schmelzanlage, die Opa baut, in Zukunft ausbauen darf. Weil hier will nichts mehr passieren. Dass ich jetzt zum Beispiel wohl demnächst hier sowas wie Feuertürme hinbauen darf. So, dann mache ich jetzt erstmal Kupferzüge bauen. Genau, Verzüge bauen. So. Opa hat bis zu 6 Stück gewünscht. 6 Züge. Was brauche ich? Stahl. Erstmal Stahl habe ich. Schaltkreise habe ich. Motoreinheiten. Pro Zug 2 Waggons? Oder wie viele Waggons pro Zug? Wie oft kannst du den Zug fahren lassen? Ich kann sogar mehrere Züge auf der Strecke fahren lassen, wenn ich zweigleisig mache. Ich möchte wissen, wie viele Züge kannst du mir pro Minute anbieten? Du meinst den Takt, wie oft der fährt, oder wie? Ja. Wie oft pro Minute kann ein Zug im Bahnhof ankommen? Tja, das ist eine gute Frage. Ja, das muss ich wissen. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Bau den Bahnhof auf, dann kann ich es besser abschätzen. Weil du hast ja gesagt, du baust den Bahnhof. Ich kümmere mich um die Züge und um die Gleise. Dann baue ich das Gleisnetz aus. So. Krieg ich
mache ich 2 Waggons pro Zug. Output. Okay. Ich brauche. Wir haben keine Motoreinheiten mehr hier. Wo werden Motoren hergestellt, Opa? Oben. Oben. Okay, muss nur schauen, wo. Hier, hab's gefunden. Da ist eine ganze Kiste voll. Ja. Wunderbar. Dock Information. Ich werde mir eine Logistikkiste zwischen machen. Dann kann ich die anfordern, weil im Logistiksystem ist nichts mehr. Mach ich mal eine passive Anbieterkiste. Okay, 636. 36. So, jetzt können Sie mich beliefern. Und zwar dauerhaft. So. 12. Wie viele Module gehen in einen Lichtbogenöfen rein? Soweit ich weiß, 3. Müssten noch 3 sein, oder nicht? 2. 2 nur. Ja. Ja, verdammt, das war ein gemoddeter Ofen, wo 3 reingingen. Mist. So. Dann gehe ich mir davon aus, du brauchst die Schmelzanlage mit Beacons dazwischen, oder? Nein. Auch komplett ohne, okay. Nicht beim Rüstsatz. Okay, ich habe die Waggons fertig und die Züge fertig. Werde ich schon mal das erste Kupferfeld jetzt mal so in Betrieb nehmen. 20? Bau 24, hä? Was? Achso, Inhalt. Ich habe versehentlich den Inhalt gelesen. Dann brauche ich doch hier unten gar keinen Wartungszug. Das ist doch miteinander verbunden. Der hat sogar Reparaturmodule im System. 36, das heißt 18. 18 mit Speed-Modulen. Dann mache ich doch das hier zu einem Personalzug. 18 mit Speed-Modulen. So, ich würde sagen, ich baue auch das Gleissystem auf zweigleisig aus, damit die Züge besser pendeln können. Okay, da kommen Speed-Module rein. Nice. 1, 2. Habe ich noch 3, Eisen ist Mangel. 6, 9. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, 17, 18. 18. Und dann schauen wir mal, von wo aus der Zug in den neuen neu einfahren könnte. 18. So, das wären dann 2700. Da fehlt ein Radar, man sieht nichts. So. Davon. Vier Stück. Hallo. Wo wolltest du den Zug einfahren lassen? Also 72, 144. Muss ich mal einschätzen.
Könnte ich jetzt Klippensprengstoff gebrauchen? Oh, hier haben wir Sprengstoff. Steuerung C. So, Sprengstoff haben wir, soweit ich weiß. 3, 4. Wahrscheinlich nicht. 50. 44. So, ich brauche. Das sind. Kohle. Wie viel Eisenplatten produzieren wir jetzt pro Minute? 7100. Eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke. Fünf Blöcke mal 36 macht 180 Maschinen. Gut, das lassen wir mal gelten, den Sprengstoff. Muss ausreichen. Gehen wir von aus, Opa will so platzsparend wie möglich bauen. Das heißt, dann werden die Züge von unten rechts in die neue Station eingefahren. Nein. Nein? Dann sag mir, wo die Gleise reinkommen. Es dauert noch. Ich sage dir Bescheid, wenn der Bahnhof steht, dann kannst du gucken. Okay. Du kannst auf jeden Fall schon mal Sachen bauen. Viele Sachen bauen. Ich habe schon Züge, ich habe Gleise in der Tasche. 3, 4, 5. 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 8 Blöcke. 8 Blöcke. 8 Blöcke, A 36 macht 288. 288. Gut. 288 gefällt mir schon mal. Okay. So, das ist Nummer Uno. Wo komme ich am besten raus? Jetzt schlecht. Such das Zeug dauernd. Nee, schlecht. Arbeitet, meine lieben Roboter. Hast du gerade Platz in der Bauwarteschlange? Ja. 288 mal 2. Warte jetzt kurz. 288 mal 2 ist gleich das. Mal 2. Kannst du mal. Nee, kannst du nicht. Was? Wirst du nicht können. Okay. Bau mal 1152. Schreib dir das lieber auf. Ja, mache ich. 1152 Stapel einfach mal. 1152 Stapel einfach. Habe ich aufgeschrieben. Gut. Dann beschaffe ich mir die Materialien und crafte sie. Viel Spaß. Ja, ich brauche auch jede Menge rote Schaltkreise dafür. Das ist der richtige Spaß daran. Aber das bleibt stehen, das stapelt sich schon hier. Gucken wir mal. Weil normale Schaltkreise kriege ich, das ist nicht das Problem. Zahnräder kriege ich. Schnelle Greifarme brauche ich ja auch nicht mehr als nur
Schaltkreise und wiederum Eisen. Gut. Okay, ich muss dann mal hier weg. Gib mir mal sämtliche Fließbänder, die wir haben. Mein größten Wahnsinn, tut mir leid. Es tut mir echt leid. Was? Der größten Wahnsinn. Wir brauchen das Zeug doch. Wir brauchen es doch. 5. 6. 7. Okay, es stapelt sich leider nicht, die roten Schaltkreise. So, 8-mal. Ich brauche... Brauche ich Plastik? Ich brauche 380 Erzförderer Minimum. Okay, habe ich aufgeschrieben. 380 Erzförderer, meinst du, die müssen mindestens platziert sein, um genug Erz zu generieren? Ja. Und dann ist es auch wirklich auf plus minus ausgerechnet. Okay. Und jetzt nehmen wir erstmal die ersten Greifarme. Mal gucken. Stimmt, Kabel muss ich herstellen. Brauche ich noch. Muss ich mir Kabel aus irgendwo herholen. Oh. So, das ist Nummer 1. Könnte mal ganz kurz ein bisschen ruckeln. Wie, das geht hier genau wie bei Minecraft? Okay, ich brauche ganz viele Sachen. Haben wir irgendwo eine automatische Produktion unter Umständen von mittelgroßen Strommästen? Nein. Hundertprozentig sicher. Ganz sicher. Aber es dürfte sich leicht bewerkstelligen. Braucht Stahlträger, Kupferplatten, Eisenstangen. Ich schau mal nach. Ob das sich irgendwo reinquetschen lässt. Ich brauche schon selber. 334 wird nicht reichen. Ich brauche Kupferplatten. Ja, keine Kupferplatten. Stahlträger haben wir hier, aber kein Eisen. Ich mache schon selber. Ich brauche schon. Okay. Hier sind sogar Eisenstangen. Also Stahlträger und Stangen würde ich bekommen ansonsten. So, dann bauen wir 600... Gut, dann baue ich erstmal weiter, solange wie meine, wie ich produziere. Dann brauche ich. Hä? Hier war gerade ein Schwarm Bots, die sind sowas wie. So, die sind irgendwie wie spawned oder sowas. Wie geht das denn? Ja, die sind halt einfach unten in den Keller geflogen. Naja, es waren nicht meine Bots. Das waren meine Bots. Oh, Bots, jetzt lautet euch doch mal auf, da verdammte Axt. Ich sehe doch nichts. So, zweigleisig muss nur das neue Gleis sein. Ich würde sagen, ich mache hier auch ein bisschen zweigleisig. Ich will doch nicht die Produktivitätsmodule haben. Und ich will auch nicht die Gleise haben.
Ich will doch nur die Lichtbogenöfen haben. Oh. Das klingt zu herzzerreißend. Gib mir doch einfach nur die verdammten Lichtbogenöfen, das reicht mir doch schon. So. Weiter bauen. Ja, und ich würde ganz gerne mal so ein paar Strommasten haben. Aber dafür müssen halt noch mal 240 Stangen gebaut werden. Richtig. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo hat die Julia noch gesagt? Wo müssen noch Türme hingesetzt werden? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Links unten, geh einfach die linke Wand, Verteidigungswand entlang. Jo, da ist nichts mehr. Komm, baue! Zeig, was du kannst. Aber erst in der nächsten Folge. Hau rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihr habt's gehört, liebe Zuschauer. Das war's für diese Folge. Wir fanden Spaß, genauso wie wir. Wir sehen uns zum nächsten wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao.